Hallihallo und willkommen zum neuen Video. Ich habe hier zum Beispiel Archangel und wir wissen alle, wie das ist. Man hat keine ISO mehr, man hat auch kein Gold mehr oder zumindest wenig Gold. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du dennoch an ISO, also an ISO leicht, ganz leicht kommst. Zuallererst solltest du wissen, dass man ISOs mittlerweile im Shop erhalten kann, indem du auf Shop klickst und dann scrollst rum, also halt da, wo du den Homeshop hast. Und dann haben wir unten zwei Optionen, und zwar einmal Klassen ISO Selector, Kauflimit. Also das ist immer nach einem gewissen Tag, kann man, da wird das resettet. Und einmal hast du unkollektierten Goldkristall. Ganz wichtig, wie der Name schon sagt, es ist ein unkollektierter Goldkristall. Um an diesen Kristall zu kommen, solltest du mindestens die Stufe unkollektiert erreicht haben. Das heißt, die Hälfte von Akt 5 gespielt haben, also durchgespielt haben und dementsprechend den unkollektierten besiegt haben. Das heißt, noch einmal, wenn du auf Kämpfen klickst, dann solltest du mindestens hier den Kollektor verbunden sein, das heißt die Aufhebung gespielt haben und einmal mindestens durchgezockt haben, und dann bekommst du den Titel, dass du unkollektierter bist, und dann kommst du auch an diese Belohnung. Okay, schauen wir mal nochmal im Homeshop vorbei. Scrollen nach unten. Ich brauche ISO. Ich brauche unbedingt die Mutanten-ISO-Klasse ISOs. Das heißt, ich werde ganz einfach jetzt einfach draufklicken und maximal mir gleich 10 holen. Und du siehst, dass ich habe im Besitz 360 Ruhmpunkte, also beziehungsweise, Entschuldigung, 3603 Ruhmpunkte. Und wenn ich auf jetzt holen klicke, habe ich die Möglichkeit, mir also ISOs auszusuchen, also meiner Wahl, von den jeweiligen 6 Klassen. Und da ich Mutantenklasse brauche, brauche ich natürlich Mutanten-ISO und wähle diese hier aus. Okay, das Ganze machen wir natürlich mehrere Male. Einmal, also das, genau, das war schon zweimal, also das ist das dritte Mal. Und viertes Mal. Und nächstes Jahr wird das bearbeitet von Kabam, damit man das nicht immer so warten muss, damit es ein bisschen schneller geht. Aber dieses Jahr noch müssen wir immer draufklicken und wählen und dann eben ein bisschen warten. Das dauert halt, bis man alle 10 Mutanten ISO oder je nachdem welches ISO ISO 8 du gewählt hast, dauert das, bis das, ja, aber wir gehen ganz schnell durch. Und jetzt muss ich noch mal ein Gold klicken, das heißt, ich brauche, und ich nehme also 10 unkollektierte Goldkristalle, die kaufe ich mir auch ein, und das war's auch schon. Ich gehe dann auf Kristalle und ich schaue noch mal mein Gold. Mein Gold ist momentan nicht viel, das sind 216.346 Goldstücke, das ist nicht viel für das, was ich vorhab. Also scroll ich nach unten und sehe hier natürlich diese 10 unkollektierten Kristalle. Öffne diese und habe jetzt doppelt so viel Gold. So, fast doppelt so viel. Und schaue ich, was das ist. Ich habe hier eine Info. Okay, Talentkampf, neuer Event. So, nun bin ich zurück auf Champion schon mal gegangen. Klick auf meinen Archangel Champion. Klick den Button an Aufrüsten. Und der Smart Selector, also Smart Select heißt er, wählt automatisch das Beste für mich. Also von den jeweiligen ISOs, die ich zur Verfügung habe in meinem Inventar. Und in dem Fall hat er das schon gemacht. Ich klicke nur noch auf den Button verbessern und das dauert ein bisschen, und das war's. Jetzt ist mein Archangel auf Level 41. So, du siehst, also ist gar nicht so schwer, an ISO ranzukommen und an Gold. Ja,
Es wird auch nächstes Jahr gesprochen, dass sie jeden Tag so Goodies hätten. Aber ich bin der Meinung, da hat Kabam mal was Gutes gemacht, was sie nicht immer tun, aber das eine mit dem anderen. Das ist, also es gibt verschiedene politische Themen, die wir nicht jetzt erwähnen werden. Mal tut Kabam was Gutes, mal nicht, aber in dem Fall haben sie was Gutes getan. Und ja, nach 2 Tagen und 2 Stunden und 51 Sekunden kann man wieder sozusagen 10 unkollektierte Kristalle, Goldkristalle holen und wieder auch Klassen ISO 8 Selektor Stufe 6 wählen. Also von daher also so ein kleiner Tipp von mir. Das war's auch schon vom Video. Wenn es dir gefallen hat, nicht vergessen, abonnieren und liken. That's it. Nebenbei wollte ich noch erwähnen, kannst du im Roomshop nicht nur ISOs holen, sondern auch Talententwickler, Tierbasic, Fragmente zum Beispiel für die Relikte und natürlich Klassenentwickler, also farbliche Klassenentwickler Stufe 4, sowie 10% Klassen Legierungsfragmente, kleine Allianzmission Energieschübe, sowie Allianzmission Heilserium, Level 2 sowie Level 3. Basisentwicklerfragmente Stufe 5, Basisentwickler Stufe 4 und die Kleinentwickler von Stufe 3 bis zur Stufe 1. Und zum Schluss noch natürlich hast du die Möglichkeit, im Roomshop auch Alpha-Entwickler-Fragmentstufen zu holen von der Stufe 2 sowie Team-Lebenselixier für Allianzen Level 1 und Alpha-Entwickler Stufe 1.